Jo Leute, ich bin der Quentin von Gorilla und heute zeige ich euch Backside und Frontside Disaster. Also beim Frontside Disaster müsst ihr erstmal Frontside Kickturn können in der, das ist in der Quarter. Das ist einfach nur der hier. Dann müsst ihr einen kleinen Frontside Ollie können, das ist wie Frontside Kickturn nur mit Ollie. Und am besten ihr könnt Fakie Rock. Ich zeige euch jetzt Frontside Disaster mal mit den Händen. Und ihr fahrt hier an. Hinterer Fuß ist schön hinten im Tail und dann kurz bevor ihr am Cooping seid, drückt ihr mit dem hinteren Fuß euer Board übers Cooping und dann hängt ihr drin. Das ist jetzt ohne Ollie. Das ist einfach nur so reingeslashed. Der geht auch, der war für mich am Anfang leichter, ich habe ihn so gelernt. Oder ihr macht ihn gleich mit dem Frontside-Ollie rein und dann halt den Fakie Rock zurück. Beim Backside-Disaster müsst ihr Backside-Kickturn können. Einen kleinen Backside Ollie und auch wieder Fakie Rock. Und beim Backside Disaster steht der hintere Fuß nicht auf der Seite, sondern auf der Seite, dass ihr ihn auch hier wieder richtig schön rumdrücken könnt. Und dann zieht er ihn auch zurück. Oder ihr macht den halt auch mit Backside Ollie rein. Aber den kann ich selber noch gar nicht, der ist wirklich schwer. Das ist auch richtig rein und dann zieht er ihn wieder zurück. Und probiert es am Anfang vielleicht erst an der Quarter aus, wo kein Cooping ist, weil an einem Cooping könnt ihr viel leichter Hang-Ups machen und dann klatscht ihr ins Flat. Also probiert am besten erstmal an der Quarter, wo kein Cooping ist, damit ihr nicht hängen bleiben könnt. Und wenn ihr das dort könnt und richtig das Board wieder anhebt und reinzieht, dann könnt ihr es auch an kleineren Quarters mit Cooping machen und dann euch langsam natürlich immer weiter hocharbeiten. Jo, das war's auch schon wieder. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.